Konnichiwa minasan! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen uns heute mit dem Fahrrad mal wieder auf die Reise und zwar nach Nara. Ich habe euch erzählt, der Berg ist mit dem Fahrrad eigentlich nicht so einfach zu machen. Ist er auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, im Notfall gehen wir halt zwischendrin. Ich möchte es einfach mal ausprobieren. Ich möchte gucken, ah, kann ich das schaffen, kann ich das nicht schaffen. Und dann nehme ich euch einfach mal mit, ob das klappt, wie das funktioniert. Ich habe selber überhaupt keine Ahnung. Das werden wir uns jetzt anschauen. Ich bin jetzt ungefähr 5 Minuten gefahren, hab den Berg, bin den da hoch, super steil und jetzt bin ich an dem Punkt, wo es schon so steil ist, dass ich sage, oh okay, das geht nicht mehr so einfach mit dem Fahrrad, da muss ich wohl ein bisschen schieben. Deswegen werde ich jetzt ein Stück schieben, aber ich möchte das schaffen, wir werden da irgendwie hochkommen. Heftig, also ich wusste ja, dass das steil ist, aber dass es so steil ist, das schon mit dem Fahrrad, ist das schon hart, selbst im absolut niedrigsten Gang, aber egal, wir schaffen das irgendwie. Wir kommen nach Nara. Eigentlich wollte ich ja Fahrrad fahren, aber bisher bin ich nur gelaufen. Es ist so steil, Mann. Also ich frage mich, wer das schafft mit dem Fahrrad hoch. Ich frage mich wirklich, wer das permanent konstant schafft. Da muss ja schon Tour de France sein und Bergtrikot 50 Mal haben. Heftig. Ja, und hier haben wir jetzt so einen kleinen Schrein. Da mache ich gerade eine kurze Pause, bevor es weiter hochgeht. Wir haben ungefähr die Hälfte bis zur Bergspitze geschafft. Die Hälfte fehlt jetzt noch und dann können wir runterfahren. Und das Runterfahren wird so schön. Ich weiß schon, ich muss aufpassen, aber es wird so schön. Problem ist, ich muss später auch wieder hoch, um zurückzufahren. Das ist das Problem. Aber ich glaube, von der anderen Seite, der Aufstieg ist nicht so steil wie der hier. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Ja, hier der wunderschöne Schrein, den habt ihr, glaube ich, auch schon mal in dem Video gesehen. Ich bin hier nämlich schon mal hochgewandert. Heftig. Einfach nur heftig. Ich sehe es einfach als Training an. Und tut mir leid, dass die Bilder wahrscheinlich ein bisschen verwackelt sind, weil ich halt die ganze Zeit schieben muss. Aber gleich bei der Abfahrt. Freut euch auf die Bilder der Abfahrt. Das wird richtig gut. Ah, und meine Insekten, die Freunde, die sind natürlich auch wieder da, ne? Die ganze Zeit hier vor dem Gesicht schwirren so rum. Ja, krieg schon wieder zu viel, wirklich. Da krieg ich zu viel, wenn ich das schon wieder sehe. Hab gedacht, wir hätten noch nicht so Hochsommer, dass die wieder da sind. Aber kannst knicken, alle wieder da. Wir sind ganz oben angekommen. Ja, ab jetzt geht's nur noch runter. Ich bin voll fertig, Mann. Über eine halbe Stunde knapp haben wir gebraucht. Haben wir es geschafft. Ist richtig anstrengend gewesen, muss ich sagen. Aber ich glaube, die Abfahrt jetzt wird sich richtig lohnen. Also wir sind jetzt auf dem Berg oben drauf, Ikoma. Fahren jetzt runter nach Nara rein und werden dann mal schauen, dass wir irgendwie noch ein bisschen schöne Landschaften zu sehen bekommen. Das ist nämlich das Ziel, weil Nara wesentlich ländlicher ist als das, was wir eben kennen, so aus Osaka, Higashi Osaka und da, wo wir leben. Und deswegen wollte ich euch mal so ein bisschen die Landseite auch zeigen. Mit dem Fahrrad kann man das bestimmt ganz schön machen. Ab geht's nach Nara. Ich bin auch sehr gespannt, weil mit dem Fahrrad war ich da noch nicht und ich habe auch so ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wie ich gleich zurückkomme. Irgendwie geht das schon.
Wir sind jetzt unten angekommen. Ich bin hier also in der Präfektur Nara, in irgendeiner kleinen Stadt. Hier sieht man natürlich die Berge da hinten. Das sind die Berge, die wir gerade erklommen sind. Da sind wir drüber gekommen. Und vom Gefühl her, es ist schon wesentlich ländlicher. Man hat hier so ein paar Reisfelder überall. Man hat einen großen Fluss, eine Hauptstraße. Da sind wir ja gerade auch lang gefahren. Ein paar Tempel und alles. Aber im Großen und Ganzen würde ich wirklich sagen, vom Feeling her ist es doch ein bisschen mehr Land und auch ein bisschen unpraktischer, könnte man vielleicht sagen. Also so fühlt es sich an. Ist ja, wenn wir bei uns durch die Stadt fahren, mit dem Fahrrad oder so, da hast du überall dann da mal ein Kombini, da ein. Habe ich jetzt hier noch nicht gesehen, den Kombini, muss ich aber gleich mal finden, denn ich brauche noch was zu trinken. Sonnencreme diesmal natürlich drauf, damit ich nicht wieder total verbrannt bin, wenn ich nach Hause komme. Und es ist ein total komisches Gefühl, ehrlich gesagt, weil ich weiß, dass ich diesen Berg gleich wieder erklimmen muss. Und dann, und hier sind wieder die Insekten, Konnichiwa-Insekten, was da los? Ich weiß, ich muss den gleich wieder erklimmen und muss da wieder zurück. Und das ist schon ein bedrückendes Gefühl, könnte man sagen, weil runter war so schön. Aber während ich runtergefahren bin, habe ich mir gedacht, gleich musst du den Berg aber auch wieder hoch. Und ja, mal schauen, wie das wird. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumfahren, werde euch die Aufnahmen noch zeigen, wie wir ein bisschen hier so kleine Wege, Gassen erkunden. Die wollte ich euch auch zeigen und ich wollte halt auch mal ein bisschen was Neues erkunden. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass wir hier mal so ein bisschen was Neues sehen. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Ansonsten mache ich mich dann gleich auch schon wieder auf den Weg nach Hause, weil es dauert. Es dauert, bis ich da wieder oben bin und dann wieder zurück bin. Es dauert wirklich eine ganze Menge. Aber diese kleinen Radtouren hier machen mir sehr viel Spaß. Und ich finde auch und freue mich sehr, dass euch die auch so Spaß machen, dass das Feedback so gut ist, dass ihr sagt, ja, das fand ich gut. Wir haben mal so ein paar kleine Gassen aus Japan gesehen, die wir sonst vielleicht nicht sehen würden. Das freut mich wirklich und ja, immer wieder neue Challenges. Das wollte ich auch noch sagen. Es ist irgendwie, ich versuche mich immer ein bisschen zu challengen hier mit dem Berg jetzt. Einmal so eine kleine Physical Challenge für den Körper, sage ich mal. Aber man muss sich immer challengen. Und ich habe letztens wieder eine Nachricht bekommen von jemandem, der gesagt hat, ja, ich möchte Japanisch lernen. Ich habe das meinen Freunden erzählt und die haben gesagt, bist du verrückt? Was willst du denn Japanisch lernen, was soll das denn? Und da hat die Person mich gefragt, ob das normal ist. Na gut, normal hängt von den Freunden ab, sag ich mal. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber es ist natürlich, wenn man Leuten erzählt, ich lerne Japanisch, das war bei mir am Anfang auch so, dann sagen die erstmal, bist du verrückt, warum willst du denn Japanisch lernen, was soll das denn, möchtest du nach Japan? Und meistens, wenn sie dann merken, dass du es ernst meinst, dass man richtig Japanisch lernt, dass man die ersten Sätze sprechen kann, dass man auch wirklich für ein Auslandsjahr vielleicht nach Japan geht, dann merken die irgendwie, das ist eigentlich doch ganz cool und irgendwann interessieren sie sich dann vielleicht auch für Japan und sagen, ja, eigentlich, Japan, da wollte ich auch immer schon mal hin und wow, du kannst die Sprache, das ist aber cool. Das heißt, am Anfang ist immer erst so ein bisschen, das ist super schwer, das schafft man doch nicht, warum willst du denn sowas machen? Aber dann, wenn man die ersten Erfolge hat, dann wechselt das meistens in so eine Form von Bewunderung, würde ich vielleicht sagen, dass Leute sagen, wow, der kann das wirklich, der kann das reden, was? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und deswegen, wenn ihr das machen wollt, zieht's durch, macht es, seht es als Challenge und lernt einfach. Und wenn ihr nach Japan kommen wollt, kommt nach Japan. Versucht einen Weg zu finden, ist gerade natürlich relativ schwer aufgrund der Situation. Ich weiß, aber es gibt immer irgendeinen Weg und die Situation wird mit Sicherheit irgendwann auch mal wieder besser sein. Und wenn ihr das wirklich wollt, dann lernt es, dann kommt her. So eine persönliche Challenge. Für mich war es auch eine große, große Challenge. Die Leute von euch, die mich schon länger verfolgen, die wissen das. Ich war nie das Sprachentalent und habe es trotzdem nach Japan geschafft. Lebe jetzt hier sogar, bin mit einer Japanerin verheiratet. Also das ist, hätte ich mir selber nicht denken können. Ja, hätte ich mir selber niemals vorstellen können, wenn du vor 10 Jahren gesagt hättest, Kevin, du lebst in Japan mit einer Japanerin. Denkst du auch so, ja klar, natürlich. Das ist natürlich das wahrscheinlichste Szenario in meinem Leben. Also es gibt immer einen Weg und wenn man sich anstrengt und wenn man versucht, was zu schaffen, wenn man die Challenges annimmt und sagt, yo, ich gehe jetzt über den Berg, ich schaffe das, dann schafft man das auch. Ob man wieder zurückkommt, das ist die andere Frage, aber das werden wir auch noch gleich rausfinden. Nun gut, ich würde sagen, wir fahren ein bisschen und suchen mal einen Kombini. Thank you.
Die GoPro hat jetzt nicht mehr viele Prozent übrig, obwohl ich schon zwei Akkus mitgenommen habe. Richtig viel aufgenommen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen von den verschiedenen kleinen Gassen hier durch die Berge, paar Reisfelder. Ich hoffe, das war eine interessante Erfahrung für euch. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zurück. Der Berg muss erklommen werden. Ich habe schon, der Schweiß steht mir schon auf der Stirn, weil es ist halt auch super heiß, ne? Es wird halt auch nicht kälter momentan. Und da machen wir uns jetzt auf den Weg. Die restlichen 20%, die GoPro noch hat, die hebe ich mir auf für die Abfahrt gleich, dass wir da nochmal ein paar schöne Bilder haben. Jetzt geht es erstmal hoch. Ich bin gespannt, wie es wird. Es ist nicht ganz so ein steiler Anstieg, wie wenn man hier hinkommt, aber es reicht trotzdem. Und es zieht sich ein bisschen länger, was natürlich auch relativ anstrengend ist. Egal, ich werde alles geben. Hat mir bisher hier super, super viel Spaß gemacht. Ich liebe diese kleinen Touren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch bisher gefallen hat. Mögt ihr die auch? Wollt ihr mehr sehen von diesen kleinen Touren? Und dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Was ich euch noch sagen wollte, ich finde es unfassbar bemerkenswert, wie viele ältere Herren und Damen ich hier sehe, die Berge erklimmen. Das ist der Wahnsinn. Ganz ältere Herren, so weiß nicht, 60, 70, 80 würde ich die schätzen, mit ihren Stöcken rennen hier rum und erklimmen den Berg. Es ist wirklich Wahnsinn. Da halten die sich anscheinend fit mit und dann geht man an denen vorbei oder fährt an denen vorbei. So, oh, konnichiwa. Richtig nett und einfach. Finde ich richtig, richtig gut. Und ja, also Respekt an die Leute, die das können. Und ich würde sagen, wir machen uns nun auf den Weg nach oben. Hier sehen Sie eine Mukade, die es nicht mehr über den Weg geschafft hat. Ich schätze mal, ein Auto hat sie mitten auf dem Weg erwischt. So ergeht es den Viechern, wenn sie nicht bei uns im Haus rumchillen und dann da versuchen, irgendwie Essen abzugreifen. Ja, also Mukade auch in freier Wildbahn, sieht man die hier ein Exemplar zermatscht vom Auto. Das ist ja auch was ich wirklich an Japan liebe. Diese kleinen Statuen, die hier überall rumstehen, so einfach mitten auf dem Weg in den Fels hier einfach reingeschnitzt, diese kleine Statue. Ich meine, wenn man sich mal hier umguckt, das ist halt wirklich einfach mitten auf dem Weg. Hier sind so ein paar Felder und alles. Also nichts irgendwie Besonderes, kein Schrein oder so in der Nähe, sondern einfach hier so ein kleiner Mönch oder was genau das ist, der da einfach steht. Manchmal hat man dann auch noch davor so einen kleinen Altar. Das findet man sehr, sehr oft in Japan. Einfach, wenn man irgendwo so rumgeht. Und das finde ich auch total cool, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, das hat was, dass das einfach so im Berg da drin ist. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr das nächste Mal in Japan seid, diese kleinen hier. Ich finde die wirklich super. Wir sind jetzt auch schon fast wieder ganz oben. Also ich habe schon einiges hinter mich gebracht. Hätte gerne jetzt irgendwie nochmal so einen Automaten, damit ich mir nochmal was zu trinken ziehen kann. Habe schon über einen Liter weggezogen hier während der Reise. Und die, manchmal kommen Autos vorbei. Nicht sehr viele, aber manchmal schon. Und ja, ich meine, ohne Auto, wenn du hier eine Wohnung hast, ohne Auto, also mit Fahrrad geht das nicht. Moped, ja, aber die krächzen hier auch hoch. Auch die Autos teilweise. Also die sind sehr langsam, weil die kommen hier auch kaum hoch. Ja, aber da ist schon unpraktisch hier. Aber sehr, 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 sehr schön wirklich. Bambuswälder hat man auch so ein paar. Gefällt mir. Ich habe es geschafft, ich bin ganz oben. Ab jetzt geht es nur noch bergab und ich würde sagen, das genießen wir jetzt wunderschön. Rauf geht's, ab nach Hause. Ich bin jetzt hier auf irgendeiner Brücke und die GoPro hat gerade den Geist aufgegeben, beziehungsweise Akku ist leer. Die Abfahrt ist richtig heftig. Ich muss sagen, die ist schlimmer fast als die Auffahrt. Aus dem Grund, weil ich muss die ganze Zeit die Bremsen halt richtig heftig gedrückt halten. Ansonsten schieße ich hier runter und dann war es das auch mit Nyong'o. Ja, nee, ich muss die Bremsen halt richtig feste drücken. Und das geht irgendwie richtig in den Handballen. Ich weiß auch nicht, hätte ich nicht gedacht, dass das vom Bremsen mal wehtut. Aber die Steigung ist schon hart. Also ich weiß, was ich geleistet habe. Hier ist schon wirklich hart. Deswegen wollte ich jetzt hier auf dieser wunderschönen Brücke das Video für heute auch beenden. Ich bin jetzt fast zu Hause, muss noch ein bisschen runterfahren, aber es ist halt nur noch runterfahren. Deswegen denke ich, wird nicht mehr so lange dauern. Das war also die kleine Radtour heute.
Schade, dass die GoPro schon aufgegeben hat. Ich muss da noch mal ein Gerät mitnehmen, womit ich das Akku auch unterwegs laden kann. Habe ich, aber habe ich irgendwie heute nicht mitgenommen. Ich habe gedacht, oh naja, so lange dauert das ja nicht. Ist das immer. Nun gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier im Übrigen Mumiji. Ne, die färben sich dann im Herbst richtig schön rot hier, diese Blätter. Jetzt sind sie grün. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Dann wird erstmal was gegessen, erstmal geduscht. Ich habe richtig heftig geschwitzt. Aber es hat Spaß gemacht. Es war einfach super. Ich liebe das. Einfach so ein bisschen durch die Natur, die Felder. Ich liebe das einfach. Und ich hoffe ihr auch. Und das Ziel war eben, euch ein bisschen hier so zu zeigen, weil viele von euch auch gesagt haben, ja, wir finden das total cool, wenn du mit dem Fahrrad irgendwo durchfährst und die Gassen, die sieht man ja sonst nicht. Das war das Ziel für heute. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Falls ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut auch nochmal gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es nämlich noch einen Link, über den ihr meine Arbeit hier durch eine direkte Spende unterstützen könnt, wenn ihr mehr von dem hier sehen wollt. Außerdem könnt ihr Kanalmitglied werden. Es gibt meinen Otter-Otter-Affiliate-Link, wenn ihr mal leckeren Tee probieren wollt aus Deutschland. Ohne Zucker, ohne Zusatzstoffe. Da gibt es meinen Affiliate-Link. Schaut bei denen gerne mal vorbei. Sind auch offizieller Partner von Nihongo. Und dann gibt es noch meinen Amazon-Affiliate-Link. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Eine ganze Menge an Japanisch-Online-Kursen. Falls ihr Hiragana, Katakana, Kanji lernen wollt, schaut da gerne vorbei. Rabattlinks in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt, ja, Kanalmitglied. Ich glaube, ich habe alles genannt. Nun gut, dann mache ich mich jetzt auf den Weg nach Hause. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.